Hilfe! And the hot sunglasses! Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Vielen Dank. Wir haben ein gewohnt sensationelles Programm. Dankeschön, meine Damen und Herren. Sehr aufmerksam, wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir haben ein sensationelles Programm. Schauen Sie heute Morgen bitte hier. Schauen Sie hier. Ist das der Dank? Ist das der Dank? Höre mal. Summi. Italiener beleidigen unseren Summi. Holt er den Weltmeistertitel? Ja? Zweimal. Und Sie sagen über ihn, er hat noch keinen ausgegeben, er hat keine Freunde, er hat noch nie ein Buch gelesen. Liebe Italiener, wenn einer so ist, muss er nicht geizig sein, vielleicht hat er Telekom-Aktien. Ja? Und bisher, wissen Sie, wer bisher der Geizigste in der Formel 1 war? Niki Lauda. Man glaubt es nicht, der Niki, hat sie wirklich. Ja? Nicht so alte Jeans, ein Janker, aber alte Schuhe, nichts. Niki Lauda war, man könnte natürlich sagen, wenn es halt plötzlich heißt, Niki Lauda geizig, es ist ihm wurscht. Er hat eh nur mit einem halben Ohr hin. Ja? Das ist ihm egal. Wurscht. Ich habe es heute Morgen nur flüchtig gehört. Als ich gehört habe, Bild schreibt, er hat noch nie einen ausgegeben, er hat keine Freunde, er hat kein Buch gelesen, dachte ich, welches Schwein aus meinem Team hat wieder bei Bild angerufen? Dann, Bahnfahrer hier heute Abend? Natürlich, unsere fantastische Deutsche Bahn AG. Der Chef, Herr Medorn, sagt, die Bahn wird immer schmutzig, aber das liegt an den Kunden, an den Benutzern, weil sie nicht mal sagen. Und er sagt das in einem Interview im Stern, man soll mal, wenn man was liegen sieht, einfach sagen, hey, heb das auf. Nicht selber bücken, sondern einfach sagen, hey, heb das auf. Es reicht natürlich nicht, den Satz, heb das auf, zu rufen, ja. Es muss auch in der richtigen Sprache sein. In manchen Abteilen in der Bahn ist es so schmutzig, dass ich mittlerweile zum Pinkeln auf die Toilette gehe. Heute Abend, meine Damen und Herren, ein Topgast, ein lieber Freund unserer Show und ein Mann, der den Erfolg gepachtet hat. Er war lange Jahre, ich glaube 9 Jahre hier bei uns und dann ist er leider wie so viele Kollegen dem Ruf des Geldes erlegen. Für 27 Milliarden Mark hat ihn die ARD weggekauft. Er bekommt dort jetzt 200 Shows. Er ist mit einem Sensationserfolg eingestiegen. Die ARD hat Plakate in Deutschland aufgehängt. Da steht endlich im Ersten. Heute Abend bei uns der neue Superstar des besten Senders der Welt, der ARD, Jörg Pilawa. Was ist los, Susanna? Mikro in den Ausschnitt gerutscht. Um Gottes Willen. Ich brauche, wenn jemand vom Ton zuhört, ich brauche einfach Kann einen ich das auch machen? Wenn du hast einen Klebeschrei. Ich weiß, wie das geht mit dem Mikro. Aber du hast keinen Klebeschrei, ich brauche einen Klebeschrei. Ach, ist es nicht geklebt? Es war geklebt, aber es ist weg. Ah, guck mal. Hier ist der Klebestreifen. Aber der klebt nicht mehr. Hier so mittig irgendwie. Wo, hier war das Mikro. Helfen, hier war das Mikro. Ja, ja? Irgendwie mittig. Ja. Warte, so. Nicht auf die Haut. Nein, auf dem Kleid. Auf dem Kleid. Yes. Test, Test. Funktioniert das? Aber der Streifen klebt nicht mehr. Es werden, glaube ich, noch 40 Männer kommen, die helfen heute Abend. Okay. Der Streifen klebt nicht mehr. Ist Danke. Porös geworden. Da war ich jetzt auch nicht drauf eingestellt, meine Damen und Herren.
Der beste Sex seit Jahren. Jörg Pilawa, meine Damen und Herren, er hat täglich Sex, bezahlt von der ARD. Jetzt unglaublich, wie die ARD ihre Künstler verwöhnt. Das ist Wahnsinn. Wir hatten damals auch, aber mussten noch selber zahlen. Da gab es eine Zeit lang einen Zuschuss, als Gianno Jobatai kam. Und jetzt wird bezahlt, ja, wird bezahlt von der ARD. Gestern, Sie erinnern sich vielleicht, gestern haben wir kurz überlegt, wie heißt das berühmte Hörspiel von Alfred Anders, das ich in der Schule gelesen habe. Wir sind nicht drauf gekommen. Wer weiß es wieder? Der Mann, der alles weiß. Er weiß alles. Er ist nicht nur ein genialer Komödiant, sondern er weiß alles. Unser Freund von der Wochenshow, Bastian Pastewka, hat uns angerufen, ja, hat uns angerufen und das Hörspiel, er wusste sofort, das Hörspiel heißt Fahrerflucht. Produziert 1957 vom Südwestfunk. Bade. Befehl an den Südwestfunk, sofort morgen um 10 Uhr im Hauptprogramm vormittags dieses Hörspiel senden. Alfred Anders, Fahrerflucht. Habe ich gesagt Hörerflucht? Ja. Das kommt von dieser Telemesse. Völlig durcheinander. Und außerdem war gestern diese Frage, die Herr Antrag mir nicht beantworten konnte. Die Sonne ging bisher immer abends unter und morgens auf. Woher wissen wir, dass die Sonne auch in Zukunft morgens aufgeht? Unendlich viele E-Mails von unseren Zuschauern und Zuschauern. Eine kleine Auswahl, und das ist das Interessante. Zu dieser Frage, die Antworten nicht per Fax, per E-Mail. Das ist doch soziologisch wahnsinnig interessant, oder? Ja, ja. Dass zu dieser Frage schon die modernste Technik, die es zurzeit gibt, genutzt wird. Ist das die modernste Technik? Es geht auf jeden Fall am schnellsten. Man ist am Computer und dann kann man es abschicken. Bom, waff. Hier die Antwort von Birgit Michels, Uni Bonn. Hallo, liebe Schmidt-Show, Leute. Relativ flapsig für eine Intellektuelle, aber trotzdem. Als Antwort auf Haralds Frage, ob die Sonne auch morgen wieder aufgehen wird, möchte ich eine soziologische Betrachtung der Problematik vorschlagen. Das Zitat ist nachzulesen in Erich Wede, Mensch und Gesellschaft, Soziologie aus der Perspektive des methodologischen Individualismus, Tübingen, 1992, Seite 1. Anmerkungen sind von mir in roter Schrift geschrieben. Das können Sie hier nicht sehen, aber betrachten wir eine simple Aussage. Alle Schwäne sind weiß. Jeden Morgen geht die Sonne auf. Es ist grundsätzlich unmöglich, die Wahrheit dieser Aussage zu beweisen. Man müsste die ganze Welt absuchen und prüfen, ob alle Schwäne wirklich weiß sind. Kein einziger Schwan darf dabei übersehen werden. Man müsste alle Sonnen dieses Universums beobachten und prüfen, ob sie tatsächlich jeden Morgen wieder aufgehen. Selbst wenn es gelänge, wüssten wir noch nicht, ob es vielleicht in der Vergangenheit nicht weiße Schwäne gegeben hat oder ob vielleicht morgen schon ein nicht weißer Schwan geboren wird. Die Verifikationskriterium bringt uns also so schnell in allergrößte Schwierigkeiten. Und jetzt kommt das Entscheidende. Karl Popper. Russig. Popper. Ich wusste es. Sir Karl Popper! Rektor wo? Cambridge. London School of Economics. And political sciences. You've heard of it? Very famous, yes? Absolutely. First class? Yes. And you know, weißt du, wer da war? Mick Jagger. Mm. Zwei Semester. Ja, dann. Und da war er Rektor. Und später war Lord Ralf Dahrendorf. Die Älteren unter den FDP-Wählern werden sich erinnern. Das Buch heißt Logistik der Forschung 1934. Hat deshalb vorgeschlagen, nicht länger die Verifikation, sondern die Falsifikation bzw. deren Möglichkeiten als die Falsifizierbarkeit zum Abgrenzungskriterium von Erfahrungswissenschaften zu erheben. Der Satz, alle Schwäne sind weiß, ist zwar nicht verifizierbar, aber leicht falsifizierbar. Und das stimmt. Es ist immer gut, Fazit, sich ein gesundes Misstrauen zu bewahren, nicht mal auf den Sonnenaufgang ist nachweislich Verlass. Das heißt, der Unterschied zwischen verifizieren und falsifizieren ist, wenn Sie das heute Abend nachspielen wollen, im familiären Kreis, alle Schwäne sind weiß. Wenn Sie es verifizieren, müssen Sie alle Schwäne finden, die es gibt. Aber wirklich alle. Alle. Und da sind wir gnadenlos. Wir laden Sie ein, aber Sie müssen alle Schwäne finden, die es gibt. Und die müssen weiß sein. Wenn Sie es falsifizieren wollen, genügt es, wenn Sie einen nicht weißen Schwan, im Sinne von schwarzen Schwan, finden. Aber nicht anmalen, um sich hier reinzumogeln. Verifizieren oder falsifizieren.
Christoph Voss schickt die nächste Mail. Bin ich zu schnell? Nein. Lieber Herr Schmidt, man kann leicht darüber philosophieren, ob die Sonne am nächsten Tag wieder aufgehen wird. Jedoch würde das zur gleichen Frage führen, wie etwa gibt es die Welt noch, wenn ich meine Augen schließe? Ist alles eine Illusion? Das ist eine gute Frage. Das machen wir aber später mal bei uns im Spezial. Ja, ja, aber wir raten, verraten nicht zu viel. Von daher kann ich Sie beruhigen. Ich war gar nicht aufgeregt, aber trotzdem. Ja? Die scheinbare Bewegung der Sonne am Himmel wird durch die Rotation der Erde verursacht. Sie basiert daher auf den Gravitationskräften von Erde und Sonne. Daher wird die Sonne in den nächsten 5 Milliarden noch da sein. Vielmehr sollte Sie aber die Frage beschäftigen, ob nicht das ständig Aufblähen der Sonne in einigen Jahren Leben auf der Erde unmöglich macht. Da die Sonne aus einem Wasserstoff-Helium-Gemisch besteht und im Inneren Kernfusion stattfinden, dehnt sie sich seit dem Urknall vor etwa 4,6 Milliarden Mark immer weiter aus. Man müsste daher versuchen, den Abstand von Erde und Sonne etwas zu vergrößern. Wissenschaftler arbeiten bereits an diesem Problem. Allerdings sollte Ihr kluger Assistent, Herr Antrag, dies wissen. Mich würde Ihre Meinung zu diesem Thema sehr interessieren. Da haben Sie recht. Ich habe den Eindruck, der Abstand von Sat 1 zur Sonne ist ein bisschen größer schon als der von dem Rest der Menschheit zur Sonne. 4,6 Milliarden, dann ist alles vorbei. Sehr geehrter Herr Schmidt, das meine ich nicht. Das ist kompliziert. Sag mir, wenn ich zu Zeit war. So. Das waren übrigens 4,6 Milliarden Jahre, nicht Mark, wie du gesagt hast. Habe ich gesagt, Mark? Telemesse. Ja, klar, da geht es nur um Geld. Ach, ja, um Mark. Milliarden Mark, ja. Ja. Hier, Dirk Paul. Lussen schreibt, die Hälfte ihrer Lebensdauer hat die Sonne bereits hinter sich gebracht und in dieser Zeit ein Drittel ihrer ursprünglichen Masse zu Helium fusioniert. Da sie aber wohl kaum 4 Milliarden Jahre leben werden, um sich dieses Spektakel anzusehen, wird die Sonne ihnen wahrscheinlich jeden Morgen ins Gesicht scheinen. Mit freundlichen Grüßen. Herr Paulussen, und jetzt kommt ein Satz von Sir Karl Popper. Sie behaupten, ich lebe nicht 4 Milliarden Jahre. Wie können Sie das wissen? Ich habe das Gefühl, ich werde 4 Milliarden Jahre alt. Das wird ja auch immer wahrscheinlicher durch die Gentechnik. Aber dann reicht natürlich die Knete nicht. Es ist ja, ich habe auf 2,5 Milliarden kalkuliert. Rente und so. Es wird hart. In den letzten 1,5 Milliarden den Nachfahren zur Last zu fallen. Hier, das mache ich auch nicht mehr, seit ich das in Bartholomäus nachgesehen habe, wie der vergiftet wurde durch Arsen. Im Namen der Rose ist das auch so, da sterben die auch durch. Ja, ja. Im Namen der Rose? Mhm. Von wem? Umberto Eco. Sehr geehrter Herr Schmidt, schreibt Michael Rabin. Sie wollten ja wissen, ob man beweisen kann, dass die Sonne morgens wieder aufgeht. Deshalb empfehle ich Ihnen, Herrn Andrack, mal die Kapitel 1, besonders Abschnitt 6 und 11 und 2, hier Abschnitt 31 aus dem Buch Objektive Erkenntnis von Sir Karl Popper lesen zu lassen. Ich hoffe, dieser Hinweis hilft Ihnen weiter, auch wenn er von einem Sportstudenten kommt. PS, suche gerade einen Studentenjob und würde mich sehr freuen, wenn bei der Harald Schmidt Show etwas frei wäre. Sir Karl Popper. Und jetzt kommt meiner Meinung nach die einleuchtendste Antwort von Sandy Herrmann und Alexander Gerlach. Auf die Frage, sehr geehrter Herr Schmidt, ob die Sonne morgen aufgeht, kann ich nur so viel sagen. Naturwissenschaftlich gesehen geht die Sonne morgen auf, wenn die Erde sich weiter dreht. Dies kann nur gestoppt werden, wenn eine Gegenkraft den Drehvorgang der Erde beendet. Die interessantere Frage allerdings ist, warum wir glauben, dass die Naturgesetze morgen noch stimmen. Das Einzige, was wir sicher wissen, ist, dass unser Geist existiert. Eigentlich auch nicht. Ja? Der Rest ist Glaube oder Hoffnung, dass die Welt sich in den für uns logischen konstanten Abläufen weiter verhält. Wir hoffen, wir konnten Ihnen weiterhelfen. Falls Sie noch Fragen diesbezüglich haben, schreiben Sie uns. Mit freundlichen Grüßen. Unsere Zuschauer. Unsere Zuschauer. Alles fundiert. Alles irgendwo nachvollziehbar. Entweder philosophisch oder naturwissenschaftlich. Unglaublich. Unsere Zuschauer. Pastewka weiß alles. Fahrerflucht. Fahrerflucht, ein schöner Übergang. Hier,
Schumi wurde doch Weltmeister, oder? Habe ich das falsch gelesen? Nein, er wurde Weltmeister. Und das ist das Tolle. Mercedes-Benz hat ihm gratuliert mit einer großen, ganzseitigen Annonce. Obwohl sie ja Mika Häkkinen und Coulthard unter Vertrag haben, die diesmal nicht Weltmeister wurden. Und hier, Fahrstunde vom Weltmeister. Das war die Originalannonce von Mercedes-Benz. Das waren die Zeiten, als Schumi das Ferrari-Rennen noch im Safety-Car beendet hat. Ja? Vorbei. Hier sitzt Schumi und Mercedes-Benz schreibt drunter Glückwunsch, Fahrstunde vom Weltmeister. Herzlichen Glückwunsch, Michael Schumacher, zum frühzeitigen Gewinn der vierten WM-Titels. Und das ist das Tolle. Immer mehr Prominente haben sich an dieser Annonce ein Beispiel genommen. Zum Beispiel David Coulthard, der theoretisch auch noch eine Chance hatte bis zum vergangenen Wochenende, hat auch gratuliert. Schauen Sie, er schaut zwar ein bisschen enttäuscht, ja, hier, David Coulthard, aber ganzseitige Annonce drunter, also gut, herzlichen Glückwunsch auch von mir, du Arschloch. Uwe Hübner. Super gemacht, Michael. Mega Erfolg ist was Tolles, das weiß ich. Ich moderiere jetzt auf Goldstar TV. Dein Uwe Hübner. Schumi hat ja geweint oder hat mit den Tränen gekämpft bei der Pressekonferenz, hat sich bei seinem Team bedankt. große Geste und der Text dazu lautet: Glückwunsch vom FC Schalke, Schumi, aber wieso heulst du? Du bist doch tatsächlich Meister geworden. Schalke 04, Meister der Herzen, Meister der Herzen. Und das ist das Tolle, Bruder Ralf, im Grunde vielleicht Vize-Weltmeister in diesem Jahr und die stolzen Eltern natürlich, haben ihm auch gratuliert. Das ist immer das Schöne für mich. Meine Eltern würden auch gratulieren, wenn ich Formel 1 Weltmeister werden würde. Klar. Oder so. Ja. Ja, hier, die Eltern. Ja, haben ihm Hand geschrieben. Schauen Sie. Herzlichen Glückwunsch, Junge. Melde dich schon mal wieder, wir brauchen Geld. Deine Eltern. Das hier. Das finde ich eigentlich das Allertollste. In Zeiten, in denen es nicht ganz einfach ist für viele unserer großen Konzerne. Toller Glückwunsch. Schumi. Und ganz groß und fett gedruckt. Tolle Leistung von Schumi. Gerade wenn man bedenkt, dass jährlich mehr Menschen durch Autounfälle sterben, als durch Medikamenten nehmen. Schöne Gäste. Gerade in diesen schweren Zeiten, egal ob Fußball oder ob Börse, die Zeche zahlen doch immer wir, die einfachen Leute. Ja? Und wir haben mal nachgefragt, wie empfinden eigentlich die einfachen Leute, wie empfindet der kleine Mann von der Straße in diesen nicht einfachen Zeiten? Ich will Ihnen mal was sagen. Die Sache mit dem Fußball ist doch wirklich eine Riesensauerei. Mit uns kann man es ja machen. Und wer zahlt am Ende die Zeche? Richtig, der kleine Mann von der Straße. Ganz wichtig. Und wir haben festgestellt, ja, unser Liebling des Monats, dass vor allem Frauen Fußball natürlich auch sehr unter erotischen Gesichtspunkten gucken. Welche Spieler sind attraktiv, welche Spieler verleiten zu Fantasien, welche Spieler sind sexy. Und wir haben schon eine interne betriebliche Abstimmung durchgeführt und uns würde mal Ihre Meinung interessieren. Welche Fußballspieler machen Sie an? Erotisch. Meine Damen, vielleicht kannst du es mal zeigen, Manuel. Ja, also wir haben hier einen Aufruf gestartet auf der Homepage, welcher Fußballer unsere
Zuschauerin geil macht. Und da kann man dann abstimmen. Und, was sind das für Spieler, die man da sieht? Das ist oben Basti Deißler, ja? Ja. Wer ist das in der Mitte? Oh, puh. Schwer. Also rechts ist Marco Bode. Ja. Bierhoff ist da. Ja. Die zwei anderen kenne ich auch nicht. Und Ronaldo? Ist es Amoroso? Ja. 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 Das, na, nee, doch nicht. Es wäre mal interessant, denn nach wie vor ist der attraktivste im Fußball für deutsche Frauen immer noch Müwo. Wilhelm Müller-Wohlfahrt. Absolut. Also in der internen Umfrage wurde da kein einziges Mal erwähnt. Soll ich schon verraten, wer da vorne liegt? Ja. Beckham. Rasierte Augenbrauen. Ja, aber das ist doch fantasielos, oder? dieses Spice Girl-Dings da. Beckham? Als erotischer Fußballspieler? Ja. In der internationalen Wertung? Nein, aber es sind fast nur internationale, sind wenig Deutsche dabei. Wer denn noch? Also, wen unsere Mitarbeiterinnen toll finden. Wir haben nur die Frauen gefragt? Ja, klar. Wenn so. Wichtiges Thema. Moment. Ich möchte als Heteromann ja. ästhetische, durchaus homoerotische Fantasien bedienende Spieler, wie es sehr viele italienische Spieler zum Beispiel sind, sehen. Und nicht irgendwelche tumbe deutsche Krautackern, die hinten alles weghacken. Ja. Ist doch ja, aber klar, das ist doch bei nicht? Dir nur Theorie. Also bei den Frauen ist das ja, wer macht dich geil, war ja die Fragestellung. Ja, aber Beckham, das ist doch irgendwie so, wie wenn du sagst, Britney Spears ist die geilste oder so. Das ist doch irgendwie so Augenbrauen rasiert und dann hier die Glatze und Irokesen-Look und für 4.000 Mark Turnschuhe gekauft und so. Das ist doch Beckham! Aber mehr verrate ich nicht, weil das... Ja, eine noch. Also ganz weit oben ist auch Luis Figo. Nachvollziehbar. Für die harte Tour. Ich habe das in meinem Urlaub in Portugal gesehen. Sehr viele portugiesische Männer sehen so aus. Echt? Ja. Figo ist natürlich unfassbar durchtrainiert und hat dieses Dunkle. Mhm. Ich habe das gestern wieder gehört im Radio, wo irgendwie so Blind Dates gesucht werden. Mein Traumtyp sollte dunkel sein. Romantisch, treu, zärtlich, dunkel, locke und dunkle Auge. Dann kauf dir doch einen Döner hin. Und Figo. Aber Figo ist verheiratet mit einer unglaublich attraktiven Frau. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ist glaube ich Skandinavierin sogar oder so. Ich bin mir nicht sicher. Das weiß ich jetzt. Ja, ja. So eine Blonde, so ähnlich wie Frau Karambö. Bö. Ja, aber die ist ja bekannt, das ist ja diese Tschechien. Adriana Šešelková. Supermodel, ja. Ja. Aber die Form von Figo ist noch besser. Ich sag dir, wen ich gut finde. Die neue zukünftige Kronprinzessin von Norwegen. Mette Marite. Mit der schlimmen Kindheit. Bitte? Mit der schlimmen Kindheit. Oder ja. Mit der wilden Kindheit. Der wilden Jugend. Was heißt Kindheit? Jugend? Ja, genau. Die muss ja krachen lassen haben in Oslo. Das ist ja der Wahnsinn. Es ist Norwegen. Bringt ein Kind mit in die Ehe? Ja. Der Kronprinz hat es durchgekämpft. Ich glaube, ich werde mir das angucken am Wochenende, die Hochzeit. Wird das live übertragen? Natürlich! Mit Rolf Seelmann-Eggeberg. Seelmann, ja. Sieht wirklich gut aus, weil die anderen sehen ja schon so aus, als ob sie schon sehr viel untereinander geheiratet hätten. Früher. Die sieht gut aus. Und ich habe sie gerade gelesen, sie haben sich kennengelernt in einem Zelt nach einem Rockkonzert. Mhm. Ja, aber von Rhys Jones, da waren wir auch erst sehr begeistert. Rhys Jones. Okay. Sophie Rhys Jones. War man auch erst angetan? Ja, und dann hat man nichts mehr gehört. Beziehungsweise ja, aber sie hat Mausverbot, weil sie hat doch alles beschimpft. Sie hat doch die Frau von Tony Blair beschimpft und so weiter. Aber ja. Auch sie hat natürlich in der Börsenwelt von London vorher Gas gegeben, dass es nur so pfeift. Für die Queen auch nicht einfach, oder? Wahnsinn. Hochzeit wird live übertragen am Samstag, glaube ich, 10 Uhr mhm. in Oslo. Hoffentlich haben Sie schönes Wetter.
Es tut mir so leid für die Paare. Ich sitze dann mit einer Schachtel Pralinen, ja. Vor dem Fernseher, links mein Figo-Poster, rechts mein Pudel. Ja, mach mir eine Cola warm. Und dann gucke ich Monarchenhochzeit. Ich finde es schade, dass wir keine Monarchie mehr haben. Habe ich oft gesagt. Könnte vielleicht wiederkommen. Ja, wir hatten doch den legitimen Thronfolger da. Eben, Prinz von Hohenzollern. Ganz genau. Und wenn ich unseren Adel so angucke, der könnte eine Auffrischung brauchen. Wir arbeiten dran, meine Damen und Herren. Mein Gast heute Abend, der neue Superstar der ARD, meine Damen und Herren. Das Quiz. Und nächsten Freitag zum ersten Mal NDR Talkshow. Und ab Oktober zum ersten Mal Herzblatt. Die neue Wunderwaffe der ARD, Jörg Pilawa. Dankeschön. Ja. Herzlichen Glückwunsch zu diesem sensationellen Einstand bei der ARD. Danke. Ich freue mich wirklich, weil es ist immer eine wackelige Sache, ein Senderwechsel, aber es hat für dich von 0 auf 100 geklappt. Höchstes Lob auch auf offiziellen Munde. Dr. Struve, der Erfinder und Besitzer der ARD, hat sich in höchsten Tönen über dich geäußert und du musst rundum zufrieden sein. Bin ich. Ich soll einen schönen Gruß von Herrn Dr. Struve bestellen. Grüße, du kannst ihn jederzeit anrufen. Fantastisch. Hm? Vielen Dank. Ja. Er mich auch. Ja. Und das hier. Ja, sollte man vielleicht erklären. Ich muss es erklären. Ja, heute fand ja in diesem kleinen Dorf bei Köln in Düsseldorf die Telemesse statt. Ja. Dort treffen sich ja Düsseldorfer. Ja. Ja. Naja, die Düsseldorfer kommen ja, um was zu erleben, nach Köln. Das ist ja bekannt. Ich habe also, ja, also. Moment, ich muss mal. Ja. Ich hab mich an dieser Auseinandersetzung Köln-Düsseldorf nie beteiligt, weil es mir wurscht ist. Aber ich muss sagen, ja, ich war gestern Abend in Düsseldorf. Düsseldorf ist natürlich die elegantere Stadt. Ja. Ja. Köln. Aber ist ja interessant, die ganzen Düsseldorfer sitzen hier in der letzten Reihe. Das ist auch schon interessant. Guten Abend. Understatement. Ja. Nein, also auf jeden Fall heute die Telemesse. Und da trifft sich ja alles, was Rang und Namen hat in der deutschen Werbung. Was mir als erstes aufgefallen ist, die hellste Farbe, die man klamottentechnisch sieht, ist ja Anthrazitgrau. Also ist ja jeder in Schwarz oder Grau gekleidet, selbst bei tropischen Temperaturen. Ja. Und die Sender buhlen ja um jede Werbemark. Zunächst einmal mache ich mir keine Sorgen, dass es den Sendern schlechter geht, weil ich habe es mal hochgerechnet. Jeder Sender präsentiert ja die Einschaltquoten. Ja. Wenn man das mal so hochrechnet, gucken ungefähr am Tag 250% der Deutschen fern. Unbedingt. Weil jeder auf jedem Timeslot irgendwo führend ist. Marktführer. Und dann geben sie im Einzelnen natürlich auch den Werbern Giveaways mit. Geschenke. Geschenke. Andenken. Geschenke. Ja. Und das schleppt dieses Mediengesindel eimerweise raus, muss man unglaublich sagen. Unglaublich. Aber so. Sie verdienen sich alle einen goldenen Arsch und schleppen diese Geschenke so raus, als ob morgen die Sonne nicht mehr aufgeht. So ist es. Wirklich so ist es. Ja. Und man glaubt es nicht. Es ist nicht zu fassen. Und man muss sich das mal anschauen. Das ist ja so ein, ich glaube, wie nennt man das, so ein Kulturtäschchen, nicht? Ja. So, vom zweiten deutschen Fernsehen. Mit dem sieht man, soll man besser sehen. Ich habe natürlich auch reingeschaut. Es ist wirklich niedlich. So, was ist alles da nicht drin, billig? Nee. Zum Beispiel Taschentücher mit Mainzelmännchen drauf. Ist ja wirklich ganz lieb. Ganz lieb. Ja. Und sehr schön. Finde ich wirklich niedlich. Freut sich meine 10 Monate alte Tochter. Ein kleines Badehandtuch. Ja. Ich habe mich ja gefragt, Kulturtäschchen, da fehlt die Zahnbürste. Dann fiel mir ein, der durchschnittliche ZDF-Zuschauer hat keine Zähne mehr. Wer sagt, fehlt die da? Ja. Er hat aber diesen Gürtel, falls der Riester zack. Das ist das ZDF, das ist dann ganz schön. Natürlich habe ich auch bei meinem ehemaligen Arbeitgeber geguckt, Sat.1, Powered by Emotion. Absolut, unser neuer Slogan. Ja, da. Ich drück dich. Was haben wir denn? Das war früher. Wo geht das? Wo geht denn das? Das ist schon das Problem bei diesem Produkt. Ja, man nennt es auch, glaube ich, einen Decoder. Ja. Geht so. So, hier. Schau. So, ganz schön, da sind so. Aber das ist alles unwichtig. So ein paar Bonbons gehören ja dazu. Ein T-Shirt. Ein T-Shirt. Und jetzt sind da drauf kleine Sticker. Und auf dem steht, heul doch. Was ist denn das hier, eine CD-ROM? Ich, ja. Powered by Emotion. Ja. Romeo und Rambo. So heißt die CD-ROM. Romeo und Rambo. Aha. Ja. Eher was für Schwule, oder?
Das ist doch ohne Frau. Das ist doch ohne Frau. Ja. Romeo und Rambo. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mein absoluter Lieblingssender seit heute Vox. Ja. Vox. Ja. Weil die was wirklich Schönes haben. Ich kann das mal kurz... Was ist quirlig und was? Ja. Ja. So. Kleine Espresso-Tässchen. Oh. Das ist ja ganz schön. Und so. Ich... Ja. So. Aber das Schönste ist... Das ist toll. Also im Baumarkt findet man sowas unter dem Begriff Dremel wieder. Das ist eine Aero-Latte. Lacher, Achtung. Aero-Latte. Aero-Latte. Damit macht man sich dann seinen Schaum selber. Du aber. Ja, aber. Aber das ist ein tolles Teil. Das ist gut. Ich wünsche dir das. Das ist toll. Das ist toll. Ich sag's dir. Ja. Ja. Das habe ich schon gesucht für euch. Ja. Das ist ganz toll. Wenn man sich Milchkaffee macht, kann man damit die Milch schäumen. Und hey, Vox, schick mir eins. Ich will sowas haben. Ja, das ist ganz schwer zu finden. Ich habe es noch in keinem Haushaltswarengeschäft und so. Und ich mache mal ein paar nette Bemerkungen über euch und so weiter. Ja? Das will ich haben. Schick's mir. So. So. Mit zwei schönen Espresso-Tassen. Ja, muss man sagen, der Sender hat Stil. Sie haben nicht irgendwie noch schmierig Vox draufgeschrieben oder so. Nein. Dezente weiße Espresso-Tassen. Hier der Schäumer. Und das Gute ist, Vox steht ja nur in der Tasse drin. Und das sieht man ja sowieso nicht, weil da immer der Kaffeesatz drin ist. Ja, also das ist wunderbar. Kann man also auch Gästen geben zu Hause. Ja, aber das ist wirklich toll. Muss man sagen, das absolut schönste Geschenk. Aber ich muss ja auch hier mitkommen. Alle sagen ja, die Gebührengelder bei den Öffentlich-Rechtlichen werden verschwendet. Dem ist nicht so. Überhaupt nicht. Die ARD gibt Giveaways aus Papier, einen Rucksack. Ja. Ach, das ist ein Rucksack. Ja. Ich dachte, das wäre eine Tragetasche, die ein normaler ARD-Mitarbeiter konstruiert hätte. Cool, wir wollen ein Autogramm. Das ist ein Rucksack. Das ist ein Rucksack. Ist was drin? Ja, ja. Das ist, also, ich find's schön. Ich find das alles schön. Da drin ist eine Sonnenbrille. Die sieht aber cool aus, was ich von hier aus sehe. Hallo. Nicht schlecht. Die haben Sie bei der Tour de France den Fahrern hinten vom Feld runtergerissen, oder? Das haben Sie doch gesponsert. Vor allen Dingen auch. Ja, aber dir steht es. Wirklich wahr. Es sieht cool aus. So. Es sieht cool aus. Ja. Und das finde ich doch bescheiden. Aber schön ist das. Wie, das war's? Ja, mehr war nicht drin. Entschuldigung mal bitte. Dieser Sender, der Milliarden von Gebühren, ja? Der also heulen. Was ist das denn? Das habe ich nicht verstanden. Das soll ein Jojo sein, glaube ich. Man sollte mal sagen, dass die ARD ein Spiel verteilt mit dem Titel Challenge the Chaos. Das ist ein Jojo? Ja, soll es sein. Probiere ich heute Nacht aus. Sonst rufe ich einen Dr. Struve an, der geht. Ja, ich glaube, der hat das. Das sind aber schöne Sachen. Schöne Sachen, ja. Mein Lieber, ich muss sagen, Vox, das absolut Beste. Schick mal ein paar mehr, mein Team will das auch haben. Ja. Ja? Vox, schick mal 300 von diesen Menschen. Ja. Vox. Mein Team will das. Ja? Für viele sind die Tassen das erste Geschirr überhaupt. Ja? Und das Publikum auch. Ich verteile 250 von diesen Vox-Klimbim im Publikum und sage, Vox ist ein toller Sender und ich behaupte, ich gucke es jeden Tag. Echt. Ja, 300. Wie einsam müssen Frauen sein, die Beckham wählen, frage ich mich, oder? Kannst du das nachvollziehen? Ich habe auch eben, als ich es hörte, überlegt, also für mich wäre die spontane Entscheidung Andi Brehme, der kommt schnell auf den Punkt, glaube ich. Also ja, du bist natürlich HSV-Fan und da hat er ja... Hat er genetisch angefangen? Genetisch bedingt, da habe ich mal angefangen. Du? Sowohl, ja, ich habe da auch mal in der HSV 19 gespielt. Ehrlich? Ja, das ist da, wo sich alles sammelt, was woanders nicht spielen kann. Und da gab es dann also auch mal so Uwe Seeler, der vorbeikam und Manny Kals und die spielten da mit uns mit. Um uns zu zeigen, wie es dann wirklich geht. Nee, da habe ich angefangen und auch jobmäßig. Ich habe zunächst ja Radio gemacht und also das erste Spiel, was ich kommentierte, war Eintracht Frankfurt gegen den HSV im Volksparkstadion. Glorreiche Zeiten, ist ja auch schon lange her. Viele wissen es gar nicht mehr.
Mit wem? Weiß ich nicht mehr. Horst Rubesch war das noch? Rubesch war da. Habe ich reingemacht, genau, habe ich reingemacht. Hab ist er jetzt Spielerbeobachter für den DFB? So, genau, bei Rubesch war noch der Kals die Zeit natürlich, das war so diese... Diese Ära nach Keegan eigentlich, dann wo es nicht mehr ganz so schön war. Mighty Mouse, unvergessen. Ja. Mein Gott, man kommt in Schwärmen. Mhm. Das ist ein schöner Übergang, denn das gilt auch für die ARD. Du bist also jetzt mit dem Quiz bist du schon auf Sendung im Vorabend. Richtig, ja? Läuft ganz gut. Also wir sind also besser, als wir es erwartet haben. 17-18% sind da in der werberelevanten Zielgruppe, wie es heißt, drin. Das haben wir geschafft. Das ist doch toll. Super, ja. Das ist ja hervorragend. Vielen Dank dafür. Ja? Ja, also ein Quiz. Ein Quiz. Ja. Ja. Viele haben gesagt, und noch ein Quiz. Und wir haben gesagt, ja, und noch ein Quiz. Und es läuft. Ja, das ist eigentlich eine gute Antwort für dich. Was denn, noch ein Quiz? Ja, noch ein Ausfeiern. Quiz. Ja. Und jetzt steigst du ein in der NDR Talkshow? Am 31.8. abends NDR Talkshow in Hamburg, genau mit Alida Gundlach zusammen. Ja, du hast Hubertus Meyer-Burkhardt ersetzt, der in den Vorstand des Axel Springer Verlages. Also wenn man nach fünf Jahren Moderation dann im Vorstand bei Axel Springer endet... Eine tolle Sache. Ja. Das ist ja ein einflussreicher Job. Also ich meine, wenn Milliarden bewegt täglich, minütlich hin und her, hier, da, Milliarden. Und da nach da. Ja. Ja. Du mit Alida Gundlach. Ja. Ja. Ich hoffe, du erkennst sie auf Anhieb, weil sie wird ja häufig die Frisur gewendet und gewechselt. Ich hab nächste Woche haben wir den ersten Pressetermin zusammen und sie soll dann eine neue Frisur haben. Ja. Ich sehe sie zum Glück vor der Sendung. Ja. Nee, das ist schon wichtig. Dass ich das, nee, das ist klar. Ja, ja, klar. Nee, sie ist eine sehr, sehr attraktive und fesche und modebewusste und moderne junge Frau. Und was werden das für Gäste sein in der NDR Talkshow? Naja, das ist das, was man kennt. Also, was ja auch gut ist, dass man sie wieder sieht. Ach, entschuldige. Ich sehe, dein Anzug ist von Joop. Toll! Oh! Das ist aber gut, dass du mich drauf ansprichst. Es ist so, dass angeblich Joop mich ausstatten soll. Ich laufe jetzt seit 4 Wochen mit diesem Anzug rum. Ich habe nur einen bekommen bisher. Ja. Also wenn Joop das jetzt hört, ich noch so 2, 3 vielleicht. Das ist ein toller Anzug. Ja. Das ist Cord. Ist der nicht warm jetzt bei diesen Temperaturen? Ja, aber ich habe ja nur den. Das sieht toll aus. Toll. Mir hat Joop mal so eine Regenjacke geschenkt, so eine grüne. Sehr elegant. Schwitzt du da auch so drin wie ich? Nee, die ist toll, aber die ist ein bisschen speckig am Kragen. Schick mal eine neue. Schick mal, Joop, eine Jacke. Sowas für den Herbst jetzt. Ja? Und das sieht toll aus. Danke. Danke. Ja. Willst du den tragen am Freitag in der Talkshow? Wenn ich bis dahin keinen neuen habe, Alida habe ich Sonst, ich habe noch 2 Boss-Anzüge zu Hause, sonst ziehe ich die an. Auch sehr schön, ja. Ich habe auch ein paar Boss, Kai Pflaume auch. Ja, ihr werdet ja alle von denen gesponsert. Nein. Morgen nennen wir die Namen von den beiden, die keine Boss-Anzüge im deutschen Fernsehen kriegen. Ja. Also das heißt, das ist eine regelmäßige Sache. Ist das einmal im Monat die NDR Talkshow? Alle 14 Tage ist sie, wie gehabt. Also wir haben dann 6, 7, 8 Gäste, je nachdem. In der ersten Sendung werden dabei sein Ruth Maria Kubitschek, Hans-Jörg Felmi, Sönke Wortmann, Ben Becker. Ben Becker. Er singt ja. Auch bei uns. Fantastisch. Ja. Wir sind Träumer. Und was wir ganz gerne auch machen wollen, ist, da es ja eine Live-Sendung ist, habe ich gesagt, wäre ja schön, wenn man auch merkt, dass es eine Live-Sendung ist. Lass uns doch auch mal aktuellere Gäste vielleicht unterbringen, die in der Woche gerade mal aktuell eine Schlagzeile sind. Gut waren. Oder aktuell waren. Ah, ja. Ja. Aber sonst gehabt, wie immer, seit 22 Jahren. Ich habe gerade gehört, ich bin der 121. Moderator dieser Sendung. Ja. Nur Alida war schon immer da, glaube ich. Ja. Und seit 16 Jahren. Seit 16 Jahren in dieser Sendung. Und es ist ein Klassiker, nicht zu befürchten, sichere Nummer. Was ist die nächste? Herzblatt, Klassiker. Ja. Rudi gemacht. Sensationell. Er war sensationell. Ja, also da ist auch Herr Struve. Was ist mit Dr. Struve? Er ist Kandidat in Herzblatt? Guckt hinter den Kulissen. Ja. Nein, das ist sicherlich eine Nummer, wo ich zunächst sehr skeptisch war, wo auch viele Leute gesagt haben, warum machst du denn das überhaupt? Ist eine berechtigte Frage, weil es ist sicherlich in den letzten Jahren ein bisschen runtergewirtschaftet worden. Aber wir wollen versuchen, so ein bisschen Relaunch hinzukriegen, ein bisschen so wie damals unter Fenrich und Karel, so ein bisschen ruhiger. Ja. Nicht mehr so zotig, nicht mehr so stammtischmäßig. Ich mag das auch nicht, diese Zoten, das wieder einen so an. Ja. Es ist eklerregend. Also auch sichere Nummer, ja? Mhm. So, 3 Mega-Knaller. Ja. Samstagabendshow ist mit dir in Planung?
Also steht sogar in einem Papier drin, aber ich habe momentan, es gibt kein Format auf dem Markt, von dem ich sage, dass es wirklich so richtig gut für einen Samstagabend wäre. Und solange es das nicht gibt, machen wir auch nichts. Ja, sehr clever. Lass dich nicht verheizen, Junge. Danke. Du hast alle Trümpfe in der Hand, die ARD ist süchtig nach dir. Geschenke haben wir auch. Job, Anzüge kommen morgen. Boxtassen dauern länger. Box dauert länger, weil es ist hier in Köln, das müssen Sie mit dem Fahrradkurier schicken. Und das läuft jeden Tag dann fürs Jahr. Fünfmal die Woche? Viermal die Woche. Viermal die Woche. Viermal die Woche. Jörg Pilawa, meine Damen und Herren, das Glückskind von der ARD. Viermal der Woche Quiz, Herzblatt, NDR Talkshow und clever genug zu sagen, Samstagabend erst, wenn das Konzept stimmt. Mein Lieber, Glückwunsch nochmal. Danke, vielen Dank für den Besuch, war sehr lustig. Viel Erfolg weiterhin. Jörg Pilawa, das war's heute. Moin, Top! Moritz bleibt treu, Lukas Gregorowitsch, die Filmpremiere haben heute. Und Schwimmerin Peggy Büchse. Dankeschön, gute Nacht.